Sie und ich, wir sind mehr als unser Körper. Wir sind mehr als unser Leib. Und wenn wir das bedenken, kann es uns helfen, Jesus besser zu verstehen, wenn er sagt, ich bin das Brot. Nämlich, er ist einerseits Brot in sichtbarer Gestalt, das wir in der Heiligen Kommunion empfangen dürfen, aber er ist mehr als das, was wir vor Augen haben, was wir gereicht bekommen. So wie jeder Mensch auch ein Geisteswesen ist, ein Geisterfüllter ist, ein seelisches Wesen ist, ein Ebenbild Gottes, so ist Jesus umso mehr einer, der vor allem Geist in unsere Welt bringt. Für über 30 Jahre war er sichtbar, leibhaftig gegenwärtig, aber die Hauptbeziehung, können wir sagen, gestalten wir im Geist. Da wird das Auge und das Ohr nicht zufrieden sein können, wenn wir nicht Geistesmenschen werden und dem Geist die Hauptbeziehung und die Hauptarbeit sozusagen, das Hauptwirken überlassen. Und so ist es natürlich verständlich, dass uns in der Lesung auf die Weisheit hingewiesen wurde und dass wir Einsicht suchen sollen. Geht auf dem Weg der Einsicht. Und es geht somit um viel mehr als um körperliche Ernährung in dieser Welt. Es geht darum, dass wir auch das Brot der guten Erziehung bekommen, dass wir das Brot der Geborgenheit in einer guten Gemeinschaft empfangen dürfen. Es geht darum, dass wir das Brot einer Ausbildung genießen dürfen. Das alles gehört zum vollen Menschsein und zum Christsein, soweit es einem Menschen erreichbar ist. Ich meine, dass ich keine Ausnahme bin, wenn ich sage, dass ich als Kind mich mehr an den Eltern orientiert habe als an den Geschwistern. In der Schule habe ich versucht, mehr auf die Lehrer zu hören als auf die Klassenkolleginnen und Kollegen. Oder in der Firma mehr auf den Chef als auf die Mitarbeiter. Was will ich sagen? Es ist klug, auf eine höhere Instanz zu achten. Und die Gefahr wäre, in dieser Welt, und ich fürchte, dass zu viele Menschen dieser Gefahr erliegen, die Gefahr wäre, dass ich auf die gleich Ausgebildeten achte, also auf die Mitmenschen achte und sie als meine Vorbilder und Lehrer annehme. Wir haben das große Geschenk, dass Gott, unser Schöpfer, uns in sichtbarer Gestalt den Sohn auch als Mensch geschenkt hat, sodass wir praktisch in selber Augenhöhe uns mit Gott verständigen können. In Jesus Christus spricht Gott in menschlicher Sprache, haben wir die Taten vor Augen, die wir alle gut beobachten können. Die jüdische Philosophin Simone Weil, die 1843 verstorben ist, 34-jährig, sie ist praktisch an Unterernährung gestorben, weil sie aus Solidarität mit Kriegsgefangenen nicht mehr Lebensmittel aufnehmen wollte für den Leib, als die Kriegsgefangenen bekommen haben. Sie, diese Simone Weil, eine radikale Denkerin, sagt, wenn wir der Wahrheit auf der Spur sind,
dann kommen wir zu Jesus Christus. Das sagt sie als Jüdin. Es wird angenommen, dass sie am Sterbebett die Taufe empfangen hat. Sie ist ganz beeindruckt, begeistert von Jesus Christus und sagt, Christus ist unser Brot. Er ist immer gegenwärtig. Und sie betont, dass wir mit unserer Willensentscheidung in der Gegenwart, Betonung, in der Gegenwart, im Jetzt, Christus als das Brot aufnehmen im Geiste. Unsere Willensentscheidung auf Zukunft hin nützt uns in der Gegenwart kaum, sondern sie sagt, jetzt will Christus sich dir schenken. Und sie weiß außerdem, dass das Brot, das wir in unserer Welt, in unserem Leben brauchen, sehr vielfältig ist. Sie betont auch, dass die menschliche Anerkennung Brot für den Menschen ist, dass die Gemeinschaft Brot für den Menschen ist, selbstverständlich. Und sie weiß auch, wenn ein Mensch diese Anerkennung oder die Gemeinschaft nicht hat, dann wird er seelisch zum Leidenden, zum Unterernährten. Ja, er kann, sagt sie sogar, vor Kummer sterben. Das gleicht einem Hungertod. Das heißt, wenn es zwischenmenschlich gar nicht passt, dann schon leidet der Mensch. Und jetzt sagt sie, ist es so notwendig, dass wir eben nicht bloß das Innerweltliche alles annehmen, was uns Gott anbietet, sondern dass wir von der Transzendenz von Gott her uns nähren lassen. Denn falls wir das nicht annehmen, und sie sagt, die Nahrung wird in der Seele aufgenommen, diese Nahrung, die von Gott kommt, sie wird in der Seele aufgenommen, weil die Seele Anschluss an das Göttliche hat. Und wenn wir jetzt uns vom Göttlichen her nicht beschenken lassen, dann ist die Seele unterernährt. Ja, sie kommt zu Tode und die, man bedenke, Jesus hat manche Menschen als tot bezeichnet, obwohl sie körperlich sich gut genährt haben. Die geistig Toten, die sich nicht von Gott her Nahrung schenken lassen, die werden zu Ausbeutern der Mitmenschen. Das heißt, ich werde kein guter Mensch sein können, wenn ich mir nicht von Gott her eine Nahrung schenken lasse, aus der die Seele wahrhaft leben kann. Nur wenn ich die Geborgenheit in Gott kenne und das Versorgtwerden von Gott her in Anspruch nehmen, und Jesus sagt ja, ich bin gekommen, um zu dienen, um euch zu bedienen, ist er gekommen. Wenn wir uns das nicht geben lassen, dann wird der kurzsichtige Mensch, der die alte Natur nicht zu überwinden versteht, auf Kosten anderer leben. Er holt sich's von den anderen und wird rücksichtslos, lieblos und mörderisch. Wir sehen in Jesus Christus, dass er vom Vater her gelebt hat und deshalb einer sein konnte, der für die Menschen ein Dienender, ein Liebender sein konnte. Und wir könnten einen Blick zurück machen. Die erste Familie, Adam, Eva, Kain und Abel, da hat das Misstrauen eine große Rolle gespielt. Und die Folge war, dass der Kain seinen Bruder nicht leben lässt. Jesus ist einer, der aus einer heiligen Familie kommt, können wir sagen, von Gott her und von der unbefleckten Jungfrau Maria ohne Erbsünde. Also bei ihm war kein Misstrauen
und er hat den vollen geistigen Anschluss an Gott gehabt und konnte von Gott her ein Dienender sein, ganz nach dem Motto, wie Gott mir, so ich dir. Das soll, Schwestern und Brüder, jetzt die Haltung der Christen sein. Sich von Gott durch Jesus beschenken lassen, um als Beschenkte weiterschenken zu können, ja selbst ein Geschenk für die anderen zu werden. Nur wenn wir die größere Liebe kennen und empfangen, haben wir sie zum Weiterreichen. Und wenn manche Menschen sehr genügsam zu sein scheinen und ohne bewusster Gottesbeziehung ihr Dasein gestalten, dann fürchte ich, dass sie noch zu wenig wissen, wie das Leben sein kann, ja sein soll. Und wenn ich sozusagen nichts erwarte von meinem Leben und nicht weiß, dass Lieben das Hauptthema im Leben ist, dann werde ich irgendwie durchkommen und ohne dieser Nahrung, ohne diesen Lebensmittel zur Spezialausbildung, zur Heiligkeit hin leben können. Also, wenn manche meinen, ohne Gott ganz gut durchzukommen, dann bleiben sie genau genommen in einem Gefängnis unter sich, auch wenn das Gefängnis so groß ist, dass sie es nicht merken. Spätestens beim Sterben zeigt sich, ob wir die Grenzen überschreiten. Es kann sein, dass manche sich im Irdischen, im Innerweltlichen sehr gut zurechtfinden, aber es stellt sich die Frage, darf es nicht doch etwas mehr sein? Amen. Der Wache, wirklich wache und aufmerksame Mensch hat erst Frieden, wenn es mit Gott stimmt. So spricht Jesus, der Auferstandene: Mit dem Leib und dem Blut schenke ich dir all mein Tun, meine Worte, meine ganze Liebe, mein ganzes Leben. So wünsche ich Ihnen, dass Sie aus der Gemeinschaft mit Christus, der in Ihnen lebt und Sie zu Christen macht, Freude, Zuversicht, Weisheit und Lebenskraft haben.